hier bei mir. HR4 Haus und Garten. Ein deftiger Eintopf, ein cremiges Risotto. Schmeckt erst so richtig gut mit der passenden Brühe. Klar, die können wir aus dem Supermarkt holen, die gekörnte Brühe. Da sind aber oft viel Salz und auch Geschmacksverstärker drin. Also machen wir unsere Brühe einfach selbst. Das ist nicht schwer, sagt Karl-Heinz Frost aus Espenau im Kreis Kassel. Er ist Koch und hat seinen eigenen YouTube-Kanal, auf dem er eben Koch- und Backtipps gibt. Er macht Gemüsebrühe aus seiner selbstgemachten Gewürzpaste. Die besteht aus Kräutern und Gemüse und ist eine Art Allzweckwaffe beim Kochen. Damit kann man wirklich alles würzen. Nicht nur Brühe selber und nicht nur Suppen, sondern ich mache es auch an Salate, an Fleisch, an Marinaden für Fleisch. Das kann man für so vieles verwenden. Und das ist ja so ein Highlight. Gemüsebrühe-Paste. Ja, die Basiszutaten für die Würzpaste, da geht's quasi einmal quer durch den Gemüsegarten oder eben die Gemüseabteilung im Supermarkt. Die klassischen Gemüse, die beispielsweise beim Suppengrün dabei sind, das ist Sellerie, Karotten, Lauch, Petersilie. Das sind die vier Hauptzutaten. Und dann kann man natürlich auch alles Mögliche nach seinem Gusto noch dazu machen. Zum Beispiel Kräuter wie Dill, Schnittlauch oder Kerbel. Oder für alle, die es scharf mögen, zum Beispiel auch Chilischoten. Die Zubereitung der Würzpaste ist einfach. Grob schneiden, dann rein in den Mixer und dann wirklich ganz fein pürieren, sodass es eine Paste wird. Und damit das Ganze haltbar bleibt, koche ich die dann auch noch ein. Tja, dann hält die selbstgemachte Gemüsepaste echt monatelang. Wir merken schon, Karl-Heinz Frost kocht nicht nur leidenschaftlich gerne. Er hat halt sein halbes Leben in verschiedenen Restaurants am Herd gestanden. Jetzt als Rentner gibt er sein Wissen auch noch in kurzen Videos auf YouTube weiter. Ich werde immer wieder gefragt, warum machst du nicht mein Kochbuch? Oder du musst ins Fernsehen, du kochst so gut. Ist ja schön, ne? Schulterklopfen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann verbindest du doch beides. Schreiben und gucken. Und so kam ich auch auf den Namen Guckst du mit Kalle, weil dieses Gucken kommt eben vom englischen Kochen und vom Video schauen, also gucken. Und so habe ich dann Guckst du mit Kalle daraus gemacht. Sehr schlau. Karl-Heinz Frost aus Espenau ist Koch und hat seit kurzem einen eigenen YouTube-Kanal. Sein Rezept für die Gewürzpaste finden Sie natürlich auch bei uns im Netz auf hr4.de. HR4 Haus und Garten.